hat nicht das Chaos über uns gebracht und Unglück, seit er dieses Tor geöffnet hat. Ich habe ihm dabei geholfen. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Er wird schon recht haben, wenn er sagt, dass wenn wir das hier nicht aufhalten, dann gehen wir alle zugrunde. Okay, jetzt gibt es zwei Wege, links und rechts. Ich glaube, er hat gesagt, man muss zuerst nach rechts, weil wenn man links geht, kommt man sowieso nicht großartig weiter. Hier hinter den Mauern schon die Monster wieder lauern. Hallo, Nautilus. Gleich mal wieder ein Hinweis dafür. Hier ist ein Loch. Das heißt, bitte einmal verwandeln. Oh, guck mal, das ist nur Siegel 1. Das überrascht mich. Ist ein ziemlich nützlicher Zauber, aber er ist eigentlich an sich schwach, also ein Siegel 1. Ja gut, das heißt schwach. Das hier zum Beispiel ist auch schwach, aber das ist nützlich. Das hat Siegel 3. Das hat 2. Das zum Beispiel Mangelschutzwort 2. Das ist natürlich 1 hier. Man vermisst ein bisschen die Angriffszauber, aber es gibt eigentlich keinen. Bis auf wirklich so speziell den hier. Das ist auf jeden Fall 4, da bin ich sicher. Feuerring ist der stärkste überhaupt. Okay. Ich habe noch ein paar Spruchrollen davon, das reicht auf jeden Fall. Aber man muss sie dabei haben. Ach, ist das schön. Ich liebe es in dieser Gestalt des Tieres. Auch wenn ich mich ziemlich verwundbar fühle. Mach mal einen kleinen Lichtzauber hier. Hey! Wird freundlich begrüßt. Ist eine Willkommensparty oder was, hä? Oh. Oh, du bist schnell, ich bin schneller. Dankeschön. Hier haben wir etwas zum Ziehen gleich mal. Hat sich nichts geöffnet. Hat vermutlich eine Falle deaktiviert. Noch mehr Ghule, perfekt. Ich freue mich ja, wenn möglichst viele Gegner kommen. Wobei Ghule natürlich jetzt nicht meine Lieblingsgegner sind. Haifisch, ich heile mich jetzt mit Haifisch. Guck mal, da oben ist ein Tor. Eine Tür. Das heißt, man kann hier runterfallen und kann gleich mal von den Ghulen fertig gemacht werden. Zum Glück passiert mir das nicht mehr. Bin ohnehin stark genug. So, hier mal gleich ziehen. Oder nicht? Das Wurzelwerk dringt bis hier runter. Okay. Jeden Ring kontrollieren. Da ist die Falltür. Da hinten sind die Typen. Ich wünschte, ich hätte jetzt magisches Geschoss. Könnte ich rüberballern. Aber mit einer Armbrust macht das keinen Sinn. Okay, das sind würdige Gegner. Zumindest der in der Rüstung. Yo, ich habe gut gekämpft. Das ist eine Waffe.
Brauche ich eine Karte. Okay, hier fliege ich einmal drüber, bitteschön. Weil das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, die Waffe ist rübergeflogen. Oh, nicht schlecht. Boah, ich deaktiviere. Kann man die nicht deaktivieren? Da ist die Falltür, das führt... Oh, nee, die führt woanders hin. Hier kommt man nicht durch. Okay, dann gibt es nur noch einen Weg nach unten. Angriff! Rontok. Die haben irgendwelche... Die haben so eine komische Rüstung an, oder was das ist. Und schützen sich dadurch. Das sind solche Tiere von den Ex-Menschen. Guck dir die an. Keine Ahnung. Aber nett sind sie auf jeden Fall nicht. Okay, ich sehe schon. Ah, der lief gut. Steinplatten, die mich nicht interessieren. Eine Winde, perfekt. Und hier haben wir einen Schalter, der einfach nur die Tür öffnet. Okay. Und das war doch recht einfach hier. Dann gehen wir mal wieder hier unten. Hallo. Ja, es sind Anti-Magie-Kristalle, da geht das Licht aus. Das Tor ist aber immer noch zu, natürlich. Oh, guck mal, ich kann Ihnen das sagen. Don Esteban hat die Hafenstadt zurückbekommen. Soll er doch. Es ist mir gleich. Von der verfluchten Stadt wird sowieso bald nichts mehr übrig sein, wenn das hier nicht bald erledigt ist. Ich habe eine Winde gefunden. Das Tor ist immer noch verschlossen. Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde. Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt. Folge ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Ah, davon bin ich überzeugt. Gut, dass er die Ghule nicht platt gemacht hat. Mal an, hallo. Ja, Skorpione sind eine gute Quelle. Die Erfahrung. Hallo, cool. Da oben noch irgendwas? Das sieht mir verdächtig aus. Wer sowas baut, der hat was zu verstecken in der Regel. Vielleicht noch eine Steinplatte oder... In dem Fall auch mal gar nichts. Eh nichts. Moment mal. Vielleicht kommt hier etwas in den Fokus, was ich nicht sehe. Okay. Nee, hier ist nichts. Au. Aha. Nichts passiert.
Ja. Gut. Ich schätze mal, wir müssen ein bisschen... Sieht übel aus. Ich glaube, ich gönne mir mal ein bisschen den hier. Oh, shit. Kämpfe wie ein Mann. Scheiß Priester. Oh, fuck. Scheiße, ich muss... Heilen. Heilen. Nochmal. Das ist eine Stelle, bei der kann man wirklich leicht drauf gehen. Glück gehabt. Ja, Rufus hat es nicht geschafft. Kommt das Buch zurück. Gold, Amulett. Wächter. Er hat eine Büste. Das ist schon mal ein Schlüssel für uns. Ein Schlüssel für uns. Das ist eine Falle. Könnte ziemlich heiß werden. Hier wird's... ja. Egal, wir haben doch Nebel. Können wir einfach deaktivieren und alles ist cool. Ja, dann haben wir hier wieder die nächste Falle. Man sieht schon. Dieser Stein sieht brüchig aus. Das finde ich auch eine coole Idee mit der Spitzhacke hier. Dreimal draufklopfen und alles ist hinüber. An sich sind die Rätsel ziemlich einfach, wenn man es einmal weiß. Die eine Falle umgehen wir. Beziehungsweise, oder deaktivieren wir das schon dadurch wieder? Weiß es nicht. Tempel sind zu viele von den starken Kriegern. Ich frage mich, was stärker ist. Die Krieger oder die Elite? Ja, die Elite normalerweise. Wow. Meine Power ist mal wieder unvergleichlich. So, noch einer mit einer Büste. Das wäre der zweite Wächter. Und die brauchen wir jetzt, um weiterzukommen. Einmal, zweimal. Ah, sie haben die zweite Dings da. War ja irgendwo klar. Jetzt müsste das Tor doch offen sein. Jo. Hübsch, was? Oh, Rufus ist tot. Rufus ist tot. Muss ich dir sagen. Was ist passiert? Echsenkrieger. Sie haben ihn wohl überrascht. Dann hat er es nicht besser verdient. Wer nachlässig ist, gefährdet unsere Mission. Die Strafe für Versagen ist der Tod. Merkt ihr das? Schöne Strafe. Ich habe die zweite Winde gefunden. Gut. Dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Will ich die ganze Zeit schon, aber du lässt mich ja nicht. Diese Festung wurde von vielen erbaut, doch sie folgte nur einem Befehl. Meinem Befehl, denn ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Sei gewarnt, Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So, so. Ursigo, Herr der Titanen. Interessant. Und? Was denkst du? Die Sache schmeckt mir nicht. Warum werden wir nicht angegriffen? Vielleicht eine Falle. Gut möglich. Du wirst den Durchgang auskundschaften. Natürlich. Wenn du eine Falle findest, wirst du sie entschärfen.
Wenn der Weg frei ist, rücken wir nach. Natürlich werde ich die Falle mal wieder für euch entschärfen. Seid ihr zu nichts in der Lage. Man sieht schon hier. Das kommt dann doch irgendwie verdächtig vor, nicht wahr? Da drüben auf der anderen Seite ist ein Schalter. Jetzt bräuchte mir jemand, der rübergreifen kann und den Schalter für uns deaktiviert. Das ist eine Stelle, bei der braucht man jetzt Telekinese. Okay. Aber ich will nicht, dass die vorstimmen und die ganzen Feinde dann platt machen für mich. Okay. Dann einmal das hier. Und dann mache ich den hier und dann werde ich die ganzen Feinde und alle platt machen. Bevor es die mehr ist. Ach, ich hasse dich schon. Ausrotten muss man die. Alle bekommt man nie, aber das Vieh steht nur ein nicht mehr auf. Ich hasse diese Drecksviecher. Ist da noch mehr? Da unten. Stufe gestiegen. Ich komme gleich. Ich muss nur mal hier alles ein bisschen auskundschaften. Mit denen seiner Taktik, dass er so schnell vorrückt, ist es ja selbstmörderisch. Ah, Steinplatte. Ich lasse doch das hier nicht zurück. Und wie geht's euch so, Ash? Oh Mann, das ist riesig. Bin gespannt, was uns hier noch erwartet. Ach ja, ich habe ein paar Vorräte von oben mitgenommen. Wenn du was brauchst? Ach, schau an. Lass uns handeln. Mitgenommen. Genau die Zauber, die man braucht. Ja, ich habe kein Gold dafür. Ich habe alles für Fisch ausgegeben. Hier ist noch was zum Lesen. Ich bin Ursigor, Herr der Titanen, Befehler der Echsen. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Ich würde jetzt mal sagen, spontan, damit ist Belia gemeint. Ja, die Götter haben schon sehr lange ihre Rollen in der Welt. Hallo. Bam, bam, bam. Der war hier ganz hinten, hat sich versteckt. Schau mal, wir haben Stufe 25, 45 Lernpunkte. Ja. Ich würde was lernen, ich habe kein Gold dafür. Muss es doch noch mehr geben. Den ich was finden und lernen kann. Ja, sieht übel aus, würde ich mal sagen. Schon wieder geht's nicht weiter. Noch ein Tor und eine hochgezogene Brücke. Der dunkle Gott gab mir die Macht, die Titanen zu erkennen. Er gab mir die Macht, ihnen gegenüberzutreten. Er gab mir die Macht, sie zu unterwerfen. Und als ich sie unterworfen hatte, bediente ich mich ihrer Kräfte. Sie schufen Materie, wie ich ihnen befahl. Mächtige Werkzeuge für den Kampf, Waffen, um sie alle zu beherrschen. Verdammt! Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis.
Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Die anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Ja, ich weiß. Mehr könnt ihr auch nicht. Vince Carter. Ist ganz schön mutig hier von dir. Die Tür hätte jeder aufmachen können. Also bilde dir mal nichts ein. Ah ja, warum hast du es dann nicht gemacht? Der ist hier unten. Oh, guck mal. Jump. Ganz schön heiß hier, was? Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Hier ist ein Winter, da könnte ich ja mal einfach mal den hier benutzen. Ja, das war doch schon mal wieder ganz einfach. Ah. Wird erstmal geschürft hier. Mehr ist nicht zu holen. Hallo, was machst du denn hier? Brand. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Ich dachte, Jorgensen kennt alles. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Okay. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg, den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich nach draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht. Er ist verrückt. Okay. Es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend hier. Ich könnte eine Karte gebrauchen. Hast du nicht zufällig doch eine? Oh, yeah. Oh, sorry. Edles Schwert, Schlüssel öffnen. Danke. Ich frage besser mal nicht, wie lange der hier schon eingesperrt ist. Obwohl es mich interessieren würde. Ich meine, hallo. Können die hier überleben? Das ist doch nicht mehr normal hier. Es gibt definitiv zu viele Wege. Okay. Eins nach dem anderen. Dort bist du, dort geht's runter. Zu Echsen. Dort ist hier ein Weg. Nautilus. Wahrscheinlich sind einige miteinander verbunden. Ja. Okay, Sackgasse. Also hier unten geht's irgendwo lang. Hier hinten geht's irgendwo lang. Wird auch in diese Halle.
Ich würde gerne mal Jorgensen besuchen. Dieser Weg führt vermutlich auch dort hinten rüber. Ja, hier sind überall Pilze. Aber ich esse nur die, die ich kenne. Nicht diese großen hier. Bäh. Die sehen mir ein bisschen zu seltsam aus. Hier unten ist es ein bisschen sumpfig. Oh, hallo. Ist das ein Runenschwert? Ist stärker als meins? Nö, aber es ist nicht schlecht. 64. Bastardschwert. Ganz hübsch. Ganz hübsch soweit. Hallo, hallo, da ist einer. Jorgensen, da man ja. Sowas, ein Mensch. Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Lieber nicht. Lieber nicht. Was? Du willst meinen Pilz nicht? Du wirst es dir schon noch anders überlegen. Naja, ein paar Tage hier unten und du wirst um ein Stück Pilz betteln. Du bist völlig verrückt. Verrückt? Brand sagt das auch. Aber das macht mir nichts. Weißt du, früher wusste ich gar nicht, wie gut Pilze schmecken. Ich meine, vor meiner Verletzung. Verletzung? Die Echsen haben mir mächtig eins auf den Kopf gegeben, weil ich nicht mitgehen wollte. Nur die Pilze haben mich gerettet. Leben gerettet? Pilze? Du spinnst total. Nein. Die Echsen haben mich halb tot in eine Höhle geschmissen, zum Sterben. Das Einzige, was es da gab, waren Pilze. Schöne, große, saftige Pilze. Haben mir das Leben gerettet. Seitdem esse ich nur noch Pilze. Das bringt mir Glück. Ja, verstehe. War wohl ein harter Schlag, den du da gekriegt hast. Oh ja, sehr hart sogar. Aber die Pilze haben mich gerettet. Boah, der Typ ist vollkommen gaga, Pilze. Oh. Ich suche einen Trupp Echsen. Ah, keine Den Pilze. Jagdtrupp. Ja, ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein. Du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Thanks. Menschen, die sie schuften lassen. So, so. Sonst ist hier unten nichts mehr? Ich meinte mal, hier wäre eine Stelle zum Graben. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss woanders gewesen sein. Mal nicht in diesem Tempel. Wo man eine starke Waffe findet. Aber ich habe ja schon eine gefunden. Weißt du irgendwas? Sorry. Ich wollte dich wieder normal machen. Vielleicht hilft das ja. Aber die haben tolle Sachen hier. Allein schon das Schloss öffnen ist schon super. Toll. Super toll. Ah, Obsidian. Nette Ausbeute. Sehr nette Ausbeute. Oh, hallo. Exkrieger. Einer weniger. Aber wo soll ich zuerst hin? Da gehe ich da hin. Diese scheiß Viecher, wo ich mal wieder so hasse. Können sich einfach so gut verteidigen.
Hier kann man sich gut verstecken. Die Kristalle hat man permanent Licht, das ist echt toll. Oh, guck mal, hier ist die Höhle offen. Wow! Ein Wächter! Hast du dir gedacht, hä? Der hat doch garantiert einen Schlüssel für irgendwas. Ah, wusste ich so. Zellenschlüssel zu Dorks Zelle. Der gute alte Dork. Das ist das Ogre, das wir befreit haben. Oh, da ist noch irgendwie ein Krieger. Wow, ja, du kannst jetzt da auf den Tisch dich schlafen legen. Ja, Mann, lern daraus. Obwohl, der wird nichts mehr lernen. Oh, ein Edelstein. Edelstein. Da, er ist wieder eingesperrt worden. Schon wieder. Hey. Was will Mensch? Dork kennt Mensch. Mensch Freund von Dork. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Dork gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Du bist frei. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Ach, jetzt auf einmal, beim zweiten Mal. Wieso nicht schon beim ersten Mal? Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Ja, klar. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht, Dork folgt. Oder oh, Dork folgt und Mensch spricht. Komm mit. Gut, gut. Let's go. Jetzt habe ich meinen eigenen Ogre. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Er hat zwar nicht viel Hirn, aber er ist ziemlich stark. Na, guck mal, hier ist eine Öffnung in den Vulkan auch. Wir hätten gar nicht durch das Tor gemüsst, wenn die hier mal früher aufgemacht hätten. Komia haben ja schon aufgeräumt hier. Okay. Ich möchte mal wissen, von was der gestorben ist hier. Okay, Dork, dann zeig mal, was du kannst. Aber lass dich nicht umlegen. Ja, aber nur, wenn du triffst. Wenn du daneben haust, dann bringt das Ganze ja nicht viel. Wird schon langsam wieder dunkel. So, Mr. Dork, ich hoffe, du bist in Form. Ja, ich weiß nicht, ob er damit hochgeht. Wir folgen einfach den Weg hier runter. Halt, da drüben ist eine Pflanze.
Jetzt habe ich bald den Haifisch sogar aufgegessen. Endlich, ich bin froh. Einfach immer den Leichen nach, dann werden wir schon was finden. Hey, guck mal, wer hier steht. Der wartet doch nur auf uns. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Bisschen, aber nicht so viel. Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Und sonst? Gib auf dich acht. Sonst ist nichts, hä? Okay, ich glaube, Jasmin könnte jetzt meine Hilfe gebrauchen. Weil die haben gegen Echsen keine Chance. Ich meine, wer hat das schon? So, kommst du? Das wird ein heißer Kampf hier. Halt den liegen. Wo kommen die her? Das sind Echsen aus dem Vulkan. Das sind Echsen. Sie kommen aus dem Vulkan. Aus dem Vulkan? Also gibt es noch mehr von ihnen? Viel mehr. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf die Umgebung haben. Nochmal erwischen die Biester mich nicht. Das sagst du. Rufo ist tot! Jetzt hast du wirklich einen Grund, dich aufzuregen. Kommen einfach hierher und denken, sie können mich umbringen. Versklaven trifft es eher. Versklaven? Niemand versklavt mich. Das haben die Biester jetzt auch gemerkt. Gürger, Echsen. Wo du hinkommst, ist wohl immer was los. Du weißt schon, dass du jetzt nur noch am Leben bist, weil ich gekommen bin. Du hättest keine Chance gehabt. Diese Echsen sind stärker meiner Meinung nach als so mancher Ork. Anführer, eine Karte für die... Gefunden, was gesucht war? Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge, die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Dog war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Oh, das werde ich. Okay, Dork, ich glaube, du bist endgültig fertig mit mir. Ich mache das zwar nicht gerne, aber ich mach's trotzdem. Ich hätte dich auch nur niedergeschlagen, aber du bist ein Monster und deswegen stirbst du. Und ich will auf die Erfahrung nicht verzichten und auf die schönen Sachen hier. Ja, ich weiß, ich bin fies, aber was will man machen? Es liegt in meiner Natur. Okay, okay, okay. Karte, Echsengefängnis. Ah, ne, das hier. Boah, das sieht eher aus wie ein Labyrinth. Okay. Gehen wir mal ganz entspannt wieder zurück. Bis dahin esse ich noch den restlichen Hai auf. Weil ich könnte eigentlich auch mal jetzt... was lernen? Nö, das machen wir bei mir dann. Weiter drin sind und zurückkommen. Aktuell ist noch alles klar bei mir.
Was wohl Dorf gesagt hätte, wenn ich seinen Ocker-Kollegen platt gemacht hätte mit ihm zusammen? Wahrscheinlich auch nicht viel. Okay, im Endeffekt ist jetzt hier oben ein Ausgang, also Jorgensen könnte jetzt eigentlich wieder an die Oberfläche, wenn er will. Ich habe das Gefühl, es interessiert ja aber nicht sonderlich. Der Stelle würde ich mal lieber schauen, dass ich hier rauskomme, weil weiß, wie lange das hier noch offen ist. Suchst du was? Aber das interessiert den auch nicht. Die graben hier weiter nach Schätzen oder sonstiges. Hey, das war's. Ich habe meinen letzten Hai gefressen. Oh, endlich, Mann. Ah, den ganzen Tag nichts als Hai fressen. Ist schon sehr anstrengend. Ah, was tue ich denn jetzt da rein? Den Stärkezauber. Nun gut, dann wollen wir mal ein bisschen hier... Weißt du was? Tu doch mal. Wir sind doch ein Haufen Krieger, oder? Ich versuche die mal alle zusammenzubekommen und dann einen Feuerregen zu machen. Oh Mann. Hallo. Das ist doch totaler Selbstmord hier, was ich da mache. Hallo. Okay. Versuch's mal mit dem hier. Hey! Oh, scheiße. Schutz von Magie ist bei mir nicht ganz so gut ausgeprägt. Jetzt mach schon. Trink! Trink! Blöder Held. Das war doch schon mal nicht schlecht hier. Ach du Scheiße. Ich habe irgendwie ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich mach mich doch platt. Kommt der, kommt der, kommt der. Ja. Das ist einfach nur verrückt. Oh, Mensch. In solchen Situationen wünschte ich, ich könnte lieber zaubern statt kämpfen. Oh. So, das Inferno ist verbraucht. Ja, super. Dann tue ich das hier rein. Vielleicht bringt's was. Das ist aber auch eine Armee hier unten. Ist nicht zu holen. Hi, Brand. Du, das ist gerade ganz schlecht. Also so lange könnt ihr noch nicht hier drin sein. Ich schätze mal, vielleicht ist ein paar Tage, maximal Wochen. Sonst würde der, hätte auch anders reagiert und der will unbedingt hier raus. Der sieht ja noch ganz gut aus. Ganzen Klingen sind ja auch einiges wert.
Komm schon zu Gold. Ah, Antimagie-Kristall. Wir haben doch bestimmt was Hübsches hier. Oh ja! Jede Menge Gold. Gold. Ach, und nochmal. Kann ich mir bald neuen Hain kaufen? Warte mal, den mache ich. Oh, ich habe lauter Schlösser öffnen. Perfekt, dann kann ich diese blöden Truhen hier. Oh, wieder Schlösser öffnen. Muss bloß jedes Mal Mana-Trank trinken. Denn was Mana angeht, bin ich schlecht ausgestattet. So. Hier oben geht's wieder raus. Hier unten ist noch eine Echse. Ja! Ja! Au, au, au. Den habe ich ganz schön in die Enge getrieben. Wie sieht es erfahrungstechnisch aus? Ich bin schon wieder fast kurz vorm Stufenanstieg. Diese Viecher geben echt viel Erfahrung auch. Vielleicht ist das Haifischessen dran schuld. So, mach mal gleich das hier auf. Danke, Heilung. Oh yeah, ein Lebenstrank. Permanente Energie. Jetzt haben wir fast 600. Wer kann schon behaupten, dass er immer so viel hatte wie ich? Hä? Niemand. Ja. Schädel am Dingsfeuer. Wie nett. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. War ich jetzt da schon drin? Ja. Hier unten war ich ja schon. Hier war ich gerade drin. Ist ziemlich verwirrend gebaut hier. Ist hier oben. Da war ich noch nicht. Die ist sogar offen. Bisschen Levitation. Wir werden es gebrauchen können. Viel haben wir nicht mehr. Theoretisch könnte mich ein Krieger gut besiegen, wenn er sich anstrengt. Wenn er richtig kämpft. Oh, ein Haufen toller Zauber, Berserker, Skelettbeschwören. Können wir auch mal wieder gebrauchen. Was Skelette. Waschbestie. Das wollte ich gegen Untote einsetzen. Ich glaube kaum, dass die Echsen von der Bestie beeindruckt werden. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh. Warte mal. Hier oben hätte man gut was verstecken können. Hat man jetzt aber nicht genutzt. Okay, hier ist auch nochmal ein Weg rein. Ich meinte eigentlich zu wissen, dass hier irgendwo noch ein Amulett ist.
tatsächlich hier mal eins. Und was ist das? Könnte was Gutes sein. Amulett des Kämpfers. Ja. Schutz vor Hiebwaffen Klingen plus 8 und Stärke plus 8. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist ein gutes Amulett. Hier könnten wir etwas Fleisch machen. Brauche ich jetzt nicht. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Okay. Alles ganz nett bis jetzt. Okay, ich glaube, davon gehe ich mal davon aus, dass ich hier alles habe. Dann gehen wir mal zum Inquisitor zurück mit der Karte. Werden wir schon was draus machen können. Alles in allem, was für mich eine fette Beute. Wir folgen dem Inquisitor. Mehr sagt er nicht. Hey, Mandy. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Ein Glück, dass du die Karte lesen kannst. Ich werde daraus nicht so wirklich schlau. Ich habe ja Da ist einer gestorben. Gut gemacht. Na? Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Ich gehe mal davon aus, das war jemand, der nicht wichtig war. Wir müssen weiter. Jetzt warte mal. Jetzt warte doch erstmal. Ich muss hier alle ausnehmen. Du hast hier einen wertvollen Mann verloren, also. Naja. Oder auch nicht. Worauf wartest du? Es gibt Ärger. Exzentrister. Ich bin überrascht, wie viel Schaden der Inquisitor macht mit der stumpfen Waffe. Wieso denkt man sich? Das taugt doch nichts, aber anscheinend. Oh, sorry. Stufe gestiegen? Mendoza! Ich habe 55 Lernpunkte, ist dir das klar? Es muss ausgegeben werden. Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Er hat schon erkannt, dass ich es einfach drauf habe, sonst würde er nicht mit mir das alles machen wollen. Noch ein Amulett. Das war das hier. Nett. Kann man gut verkaufen. Hey, Vince. Wir sollten hier bleiben. Hier ist eine gute Verteidigungsstellung. Wenn wir uns zu sehr verteilen, sind wir verwundbar. Wir können ihn verarschen. Da, hinter dir, ein Echsenmensch. Was? Wo? Sag mal, bist du völlig bescheuert? Als ob es nicht schon gruselig genug hier wäre. Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl. Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Jawohl. Lies mal ein bisschen wieder. Kann nicht schaden. Ich bin Ursigor, der Verdammte. Dies ist die Festung, die nach meinem Befehl erbaut wurde. Doch nun wurde sie zu meinem Grab. So werde ich mit dem Titan ruhen bis zum Ende aller Tage. Ursigor ist irgendwo in diesem Tempel begraben. Den werden wir schon finden.
Okay, hier brauchen wir eine Büste für das Altar, um das hier zu öffnen. Ich schätze mal, das war nur ein normaler Ordenskrieger hier. Wichtige Leute können jetzt noch nicht sterben. Okay. Ja, der gräbt jetzt. Es dauert. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Hier, siehst du diese Tür? Nö. Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Na also, jetzt hast du also doch was. Okay, ja. Ach du Schande. Oh, shit. Ich will dich töten. Okay, ein Vieh kriegst du. Man kann ja nicht alles haben. Ey! Aber das nicht. Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Gut, dann lese ich das auch noch. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Ach Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Hey, Exclusive Coin. Der Inquisitor hat derbe Ähnlichkeit mit Balukors Gothic 1. Der Inquisitor Balukor? Ja, was seine Verrücktheit angeht, kann man das schon so sagen. Ein bisschen. Jo. Definitiv. Wobei ich den Inquisitor jetzt nicht ganz so verrückt einschätzen würde. Okay, Vince ist in der kurzen Zeit ziemlich weit gekommen. Ich frage jetzt mal besser nicht, wie er das geschafft hat. Da könnte man jetzt eigentlich schon durchkriechen, also das wäre kein Problem. Also. Bis dann. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Warum eigentlich immer ich? Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber... Ey, ganz im Ernst. Da kann doch eigentlich theoretisch jeder durchkriechen, aber... Ja. Die wollen nicht so richtig kriechen. Die wollen sich nicht erniedrigen. Okay, dann werde ich mich verwandeln. Klack, 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 klack. Aha, Krypta reicht. So, die Echsen sind startbereit. Erstmal ein bisschen Licht machen hier. Es hat wirklich tatsächlich ein bisschen wie so ein Friedhof. Erscheint das hier mit den ganzen Knochen. Ja, kann man schon meinen. Okay, komm mal her, mein Guter. Das war eine tolle Drehung hier.
Erinnert ein bisschen auch an ein Echsengefängnis wiederum. Okay, also... Ja... Überall sind ein paar Echsen. Ganz hübsch. Oh, ja, am liebsten würde ich es jetzt dann gleich nochmal als Magie irgendwie so durchspielen, dass ich so richtig zaubern kann. Kämpfe ist zwar toll, aber Magie ist halt auch wirklich episch. Oh ne, untote Krieger! Die hasse ich. Die Pest! Okay, ich muss mal was trinken hier. Na, das lief doch ganz gut. Hier sind noch mehr Monster, die es auf mich abgesehen haben. Für die Kampfmusik. Hm, hallo, hallo, hallo. Torwächter. Danke für die Begrüßung, Schlüssel. Hier ist das Tor. Und hier oben eine Winde. Hä? Immer schön alles durchsuchen. Vielleicht finden wir noch ein gutes Amulett. Ich warte auf ein richtig starkes Amulett. Das ist so richtig so... Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nach oben. Ich guck mir noch mal ein bisschen vorne um. Oh ja, genau. Bevor ich den Inquisitor hier reinlasse, erstmal die ganzen Monster platt machen. Ja. Haben wir so cool. Ein Ding. Okay. Ich glaube, da lohnt sich mal ein bisschen Stärke bei euch. Wenn ich schon wieder sehe, dass hier ein Priester dabei ist, ich weiß schon so. Oh ja, der ist Geschichte. Okay. So, du bist platt. Dich mache ich auch platt. Wieder ein weiteres großes Tor. Und hier sind vier Altare. Tja, ich schätze mal. Es sieht nach Arbeit aus. Eine Menge Rätsel. Alles klar. Gut, dann gehe ich mal Richtung Zugbrücke. Aber mir gefällt der Platz hier irgendwie... Irgendwie gefällt es mir hier drin. Ich weiß nicht, irgendwie... Also im Gegensatz zum Schläfertempel in Gothic, weißt du, wenn du das vergleichst, dann finde ich es hier drin eigentlich richtig angenehm. Es ist deutlich übersichtlicher und nicht so... Ja... Von der Architektur einfach irgendwie schöner. Wow.
Was ist denn mit denen? Was ist denn? What the fuck? Das war ja mal der epischste Tod, den ich je gesehen habe. Ich habe die beide irgendwie zusammen gekillt und die haben sich da vernetzt und dann... Als ob die irgendwie zusammen noch Wrestling betreiben oder so. Oh man. Oh, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, ehrlich. Ehrlich. Okay, hier haben wir eine Winde. Dann öffnen wir mal den Inquisitor das Tor. Und schon kommen sie. 1000 Erfahrung. Große und wichtige Quests geben sehr viel XP. Oh, los. Oh, shit, nein, ich bin... Oh, ich muss raus. Hier. Schlag gegen das Ding ein. Scheiße. Die sind nicht so dumm und lassen sich so leicht verwirren wie die Menschen. Ja. Oh. Illusion. Dancet sich ein ab hier. Au. Ja, Magie ist meine Schwachstelle. Ich hoffe immer, dass solche Priester irgendwie was richtig Wichtiges haben. Hier ist nochmal ein Amulett. Amulett. Und eine Platte natürlich mal wieder. Das gesammelte Wissen der Echsen. Okay, das war ein Amulett des Zauberers. Maximal ein Mana plus 30 und ein bisschen Schutz vor Magie und so. Wäre ich jetzt Magier, würde ich sagen, juhu. So sage ich, es ist gut zum Verkaufen. Wäre natürlich für mich als Kämpfer auch nicht schlecht, dann müsste ich nicht ständig nach jedem Zaubern Mana-Trank trinken, aber für mich zählt vor allem ja, Schutz vor Waffen. Das zählt eigentlich als Magier auch sehr viel, aber da gehe ich ja meistens immer komplett auf Mana. Ich könnte mal wieder ein paar Heiltränke beim nächsten Besuch hier unten kaufen.